Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey, Murder Case Casey. Sorry. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Wow. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Hey! Hallo! Wie geht's euch? Diese Absperrschilder. Hallo. Sind völlig. Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskeller. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskeller-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Sauna. Sauna, ja, Wichter. Außerdem gibt es Führung. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Was ist das denn?
Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli-Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery, meine Heimat, wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Was Sie und Ihren Pulli angeht, dachte ich, Sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland, Pulla, Karjalan Piraka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an Sie. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Bureau sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Gut. Ich muss weitermachen. Gehen wir zum Tatort, Casey. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers Verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr dieser Seiten zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Cauldron Lake in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Und wenn wir Nightingale finden, was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Barfuß. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? Wird erledigt. Wenn es was gibt, melde ich mich.
Die Spuren führen ins Wasser. Wo ist er hin? Ich spüre etwas. Eine Präsenz. Nightingale ist ganz nah. Macht Sinn. Sieht falsch aus. Ich weiß, Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort, das ist zu viel für sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt, hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Ladle? Sind nicht dieselben Spuren wie vorhin. Sie führen in den Baum hinein und nicht aus ihm heraus. Was ist das? Scheint aufs Licht zu reagieren. Oh.
Meine Taschenlampe brannte das dunkle Zeug weg. Darunter war eine weitere Seite. Die Sicherung war an ihrem Platz. Saga betrat die Witch's Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Die Witch's Hut. Okay. Ich vertraue darauf, dass mich die Seiten zum Übergang führen. Die Sicherung war an ihrem Platz. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Saga betrat die Witch's Hut. Etwas schoss durch sie hindurch. Eine Präsenz. Vertraut. Sie konnte es nicht ganz zuordnen. Etwas längst Vergessenes. Sie versuchte es festzuhalten, doch es war schon weg. Im Innern ein helles Licht. Saga fühlte sich sicher, als könnte ihr nichts etwas anhaben. Es gab Gegenstände, die Saga auffielen, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Aus der Dunkelheit geholt. Eine Verschiebung der Realität, voller versteckter Bedeutungen. Eine Kaffeethermoskanne, ein Schuhkarton, ein Mop und ein Eimer, ein Poster an der Wand und im Schrank eine weitere Manuskriptseite. Licht ist der Schlüssel zur Sicherheit, aber auch, um noch mehr zu enthüllen. Ist Witch's Ladle der Zugang zum Übergang? Falls ja, werde ich Nightingale dort finden. Ich muss die Witch's Hut finden. Das ist die Witch's Hut. Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Vermutlich nur ein Reh, aber ich sehe es mir an. Okay, ich habe noch eine Seite. Ich folge einer Spur. Ich halte sie auf dem Laufenden. Verstanden. Im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Ich muss sie finden, um das Licht einzuschalten. Diese Sicherung ist kaputt. Die sieht gut aus, aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Noch eine Seite. Ich mache Fortschritte. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeigt mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Witch's Ladle überragt Saga, beobachtet sie und die Hexe, das Bild der Hexe auf dem Schild, Nightingales Herz, ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Ihre Definition von Vernunft hatte sich geändert, seit sie in dieser Stadt angekommen war, aber sie vertraute den Seiten, sie war dazu gezwungen. Saga wandte sich an die Hexe, sie kniff zum Lesen die Augen zusammen, den ersten Teil der rituellen Worte, die verwischte Zeile auf dem Herzen,
den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Die Worte, die sie auf der Seite gelesen hatte. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Das war der Schlüssel. Der Baum war die Schwelle. Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist es jetzt? Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Lady lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe an. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Nightingale hat das Warenhaus erwähnt. Ich muss es mir ansehen.
Der Verfasser des ersten Wortes, nicht der des letzten. Mit dem Schrecken des Lichts und dem geworfenen Schatten. Das dritte Auge nun weit aufgerissen. Zur Projektion in der Nacht. Das ist der Moment. Zu schreiben. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Die Schnitzerei sieht frisch aus. Ein Monster wie Nightingale. Saga bewegte sich auf die kaputte Tür zu. Schussbereit. Die Taschenlampe nach vorn gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen. Dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen. Wartend. Sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Als wäre es nur ein gewöhnliches spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga sah sich einen Kultisten gegenüber. Eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Wir wachen in der Nacht. Wilde Augen hinter einer Hirschmaske aus Kunststoff. Eine Axt in seiner erhobenen Hand.
Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar und lesbar. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall das Herz warm im Kühlschrank. Genau wie auf der Seite beschrieben. Klingt literarisch. Aber was heißt das? Nein. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter. Und aufregender. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Casey, ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey. Hören Sie mich, Casey. Scheiße. Okay, Saga im Alleingang. Mama! Logan? Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein.
Das wird immer verrückter. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Alles okay. Ich muss weiter. Wiederholt sich alles. Wie in einem Albtraum. Der Schriftsteller ging in den See, verbannte das Dunkel. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen. In den See, Nightingale war dort. Einer von ihnen, das Dunkel, Jagger, hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen. Der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten, murmeln zu sich selbst. Es ist dunkel. Ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist kalt. Premium-Hütten zu vermieten in Bright Falls. Wer hat das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe. Bitte. Hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers. Kommen. Gehen. Die nächste Geschichte und die Geschichte danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Er ist hier, Nightingale. Gefangen! Flucht! Gefangen! Wer ist das? Klingt so, als wäre das Signal schlecht. Nightingale's Marke. Sollte die nicht weiter suchen, so zeigen Sie mir den Klicker.
sind sie? Was ist los? Wer sind sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Wo sind sie? Wie soll denn kommen? Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Sind Sie okay? Nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Anderson, wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay. Bis dann. Alex Casey? Wie... Bin ich noch immer im dunklen Ort? Nein, das kann nicht sein. Ich bin draußen. Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt so wie ich. Gut. Dann mal weiter. Bis zum Auto dauert es eine Weile, Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Eine Minute. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald... Ich sollte mich umsehen. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Licht und eine Waffe.
Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Er war dem Schriftsteller schon immer auf der Spur gewesen. Dem Schriftsteller, den er verachtete. Hemingway, Bukowski, Wake. Ich werde sie kriegen. Ich werde sie finden. Sie werden dafür bezahlen. Das ist eine Nummer zu groß für sie. Er stieg in die Tunnel hinab. Aus der dunklen Stadt. In den Ozean der Finsternis. Nächster Halt, Caldera Street Station. Etwas, eine Präsenz rumpelte. Kein Zug. Schatten bewegten sich auf dem Bahnsteig. Der Kult des Schriftstellers wartete dort auf ihn. Der Kult des Wortes. Ein Kultist lehnte sich nahe heran. Ich trage seine Worte jetzt an meiner Brust. Sie dürfen den See nicht betreten, bis er dies erlaubt. Er würde gefasst werden. Ermordet. Sie haben ihn erwischt. Sie haben ihn nicht erwischt. Er wurde aus dem Hass wiedergeboren. Er war da, aber er war auferstanden. Auferstanden aus dem See, der nicht der See war. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Sogar die Tiere verwandeln sich in Monster.
Zurück im Witch's Ladle richtete Saga die Taschenlampe auf die seltsame dunkle Substanz. Dieselbe Substanz, die Nightingale im Leichenschauhaus hinterlassen hatte. Darunter war etwas versteckt. Sie versuchte mit Mühe, etwas zu erkennen. Das Gegenteil von Sonnenflecken in ihren Augen. Noch schwärzer als schwarz. Plötzlich eine Veränderung. Das Licht reagierte auf die Substanz. Eine Rückkopplungsschleife. Es wanderte ihren Arm hinauf. Saga umklammerte die Taschenlampe. Willens damit, die dunkle Materie zu durchdringen, sie wegzubrennen. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Das ist falsch. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Wir sind jetzt beim Auto, Anderson. Wie läuft's da unten? Ich glaube, ich bin hier fertig. Wir sehen uns am Parkplatz.
Da ist noch einer dieser Reime. Was für ein schönes Reh.
Das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Was ist das? Was zum Teufel? Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten. Ein Übergang braucht einen Anstoß aus beiden Richtungen. Die Realität wird durch wiederholte, an einen Ort gebundene dunkle Überlieferungen zerfressen. Dann ein Kontrapunkt, ein Kunstwerk, eine Horrorerzählung, die in den Tiefen des dunklen Ortes entstand und eine Verbindung zur Geschichte auf der anderen Seite herstellt, um durch den geschwächten Schleier zu gelangen. Ein Gesetzeshüter, dem das Herz aus der Brust geschnitten wurde. Zwei korrupte Männer getötet durch falschen Ehrgeiz. Eine verfolgte alte Frau ertrunken in einer Badewanne. Reflexionen auf der anderen Seite des Spiegels. Bögen, die durch die Realitäten stechen. Die Verstärkung des Einflusses des dunklen Ortes. Diese Elemente wirkten zusammen und bildeten einen Rinnsal, das zu einem Sturzbach wurde. Ein Wurmloch. Ein Vortex. Die Kunst, die Landkarte, wurde zum Albtraumgebiet, wo der dunkle Ort in unsere Realität eindrang, eine Decke über sie legte, wo sie sich überlappten und die Realität wie einen schlechten Traum in eine Schleife verwandelte, die alles und jeden in ihrem dunklen Gebilde des Horrors umgestaltete. Der Kult lässt Vorräte für seine Mitglieder zurück.
Falsches Gas!
Light. Mr. Wake, wir bringen Sie zur Außenstelle in Bright Falls. Machen Sie sich frisch, bevor wir genauer reden. Hey Mama, bevor du irgendwas sagst, es geht mir gut. Papa hätte dir gar nicht schreiben sollen. Logan, ich habe nichts erhalten. Was ist los? Es geht mir gut. Ich bin nur ausgerutscht. Meine Güte, ist doch halb so schlimm. Gib mir deinen Vater. Okay. Papa, Mama ist dran. Keine Sorge, Schatz. Logan hat sich in der Dusche den Kopf gestoßen und jetzt eine leichte Gehirnerschütterung. Ich behalte sie im Auge. Hätte ich sie nicht gehört, hätte sie ertrinken können. Herrgott, David. Warum hast du nicht angerufen? Ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. Wirklich, es geht ihr gut. Aber was ist mit dir? Du klingst gestresst. Nein, es ist nur ein merkwürdiger Fall. Naja, wenn du einen Tipp brauchst, meine Brettspielerfahrung sagt mir, dass Oberst von Gator der Täter war. Ich halte die Augen nach ihm offen. Ich liebe dich. Ich dich auch, Schatz. Willst du noch mal Logan? Sag ihr, ich hab sie lieb. Bis später. Ja. Möchten Sie, dass wir jemanden kontaktieren, Mr. Wake? Sie waren lange fort. Nein. Nein. Zu gefährlich. Sie wird mich holen. Okay, reden wir über etwas anderes. Robert Nightingale. Kennen Sie ihn? 2010 waren Sie beide hier. Das Dunkel schnappte ihn damals. Die letzte Begegnung. 13 Jahre. Erzählen Sie uns von den Seiten. Sie hatten sowas wie eine Titelseite bei sich. Return. Heißt so die Geschichte auf diesen Seiten? Der Name des Autors wurde ziemlich forsch durchgestrichen. Doch man kann Ihren Namen darunter erkennen. Vergeudet. Ja, Scratch. Haben Sie diese Seiten verfasst, Mr. Wake? Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist ein verrücktes Durcheinander. Ein Albtraum. Es macht keinen Sinn. Show für euch vorbereitet. Alan Wake ist hier. Alan Wake, einer meiner Lieblingsschriftsteller, ist heute bei uns zu Gast. Und er erzählt uns was über sein neuestes Buch. Oh, oh. Und wie immer
begleitet uns unsere Hausband, die Old Gods of Asgard. Oh, Scheiße. Dann leg mal los, ihr verrückten Beginner. Ich war in einer Talkshow? Ich wachte an Orten auf, ohne zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lange im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was "Das ist kein See, es ist ein Ozean" wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ich, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann! Verdammt gute Vorstellung! Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau, Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room gefangen und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Puh. Wow. Puh. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Hallo? Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste nach Hause. Zu Alice.
Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe in ihr ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Old Gods of Asgard. Der Name klingt vertraut. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Was war mit mir im Studio? Ich musste verschwinden. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Ich hatte geschrieben, Initiation, schreib, um zu entkommen. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen, Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen.
Ich konnte nicht gehen. Das war nicht der Ausweg. Was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren kann. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder loslegen. Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestseller-Autor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaptionen... ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp! Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe?
Hallo? Da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Ati, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Ich spürte eine magnetische Anziehungskraft zwischen der Lampe und dem Licht darüber. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht.
Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Ich musste einen anderen Ausgang finden. Mal eben AFK.
Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Ich muss kämpfen. Ich muss mich erinnern. Der Klicker, der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist kein Hirngespinst. Er labt sich an meinem Verstand, verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht, unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Grund, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung! Hallo? Hallo? Ja. Der Mann hatte Caldera. Street Station gesagt. Ich musste dorthin.
Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Von der anderen Seite versperrt. Vor mir, am Ende der Gasse, war ein Licht. Stand es so auf der Seite geschrieben? Was zur Hölle? Oh, hey. Sie waren bei Door Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen Sie auch nicht. Sie bekommen, was Sie verdienen. Dies war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detectives. Ich besaß nun Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Mist. Die Gasse war jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Sie wollten mich aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole unterbrechen.
konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen.
Vorsichtig. Etwas versteckt. Das Licht würde es enthüllen. Ich hatte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie vorbei? Der Zugang zum Bahnsteig war versperrt. Ich hatte ein Ticket. Etwas am Bahnsteig kam mir bedeutsam vor. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halb vergessene Erinnerung. Ein Echo. Ein FBI-Agent war vor mir hier und einem Mörderkult auf der Spur. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Der Kult hinterließ mir Hinweise von einem Tatort zum nächsten. Und durch das Verbinden der Orte ergab sich auf der Stadtkarte ein grobes Bild. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patrone denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detective. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Ich vereinte sie zu einer Geschichte, um einen Weg in die Tiefe des... Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt.
Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hatte ihn verschlungen. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Die Blutspur führte immer weiter in die Dunkelheit. Sich nicht gut an. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen.